dazu. So. So, wir haben jetzt so viele tolle Stimmen hier auf der Bühne. Noch viele, die ein bisschen was mit vielen Hörspielen zu tun haben. Und einige von euch wissen vielleicht, dass ich Pädagoge bin. Und als Pädagoge beginnt man so eine Runde gerne mal mit einem Spielchen, um sich ein bisschen die Luft rauszunehmen. Wir haben, zum Spielen braucht man Spielfiguren. Aber Sammler. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, ja, stellt uns vor, ich bin der Regisseur und ich habe euch jetzt engagiert als Schauspieler. Und ich komme jetzt zu euch und sage, greif mal rein, den sprichst du. Ja, nimm mal den. Und, ja. Na, ich gebe dir mal das Mikrofon und du sagst mal, wie du so eine Figur anlegen würdest, was dir dazu in den Sinn kommt. Einfach mal so von der Leber weg. Weiß er auch, wer in den Hörspielen gesprochen hat? Ja. Unterschiedlich. Ja, das sind zwei Sprecher. Sagen wir mal zwei Sprecher. Weiß es jemand von euch? Einmal Lutz Mackenzie ist der eine, genau. Und wer ist der andere? Jürgen Thormann hat ihn einmal gesprochen. Würde ich heute wieder mit Jürgen Thormann besetzen. Ja. Ja, wir hoffen stark jedenfalls. Also deine Maschine müsste gelandet sein. Wir probieren es mal, Henry. Möchtest du mal einmal reingreifen, dir eine Rolle aussuchen? Ja. Dann gebe ich dir mal. Servus, ja, aber hallo. Das ist ja ein Karl-Wenzmann, das ist ja enorm. Also das ist. Hat ja was mit meinem Bruder. No, man. Ren. Ach so, Ren. Ren. Ja, Ren. Ja, ja. Ja, also, ja, man stellt sich mir vor 2 Meter breit oben. Und etwas schlanker, aber nicht viel. Und dann, ja, mit viel, viel Kraft und Brutalität. Er hat einen sehr, sehr harten Ausdruck. Ja, soll ich das mal? Ja. Ja. Komm hoch. Wer das im Original gesprochen hat, wer der Sprecher ist. Und ich hab keine Ahnung. Ja? Ich war ja nur in dieser. Weiß der André das noch? Ja? Weiß der André das noch? Wer da der Sprecher war? Also Jürgen Thormann. Natürlich. Gibt es eine Rolle, die er nicht gesprochen hat? Wollen Sie auch mal versuchen? Einfach mal rein. Das ist der New Age Venture Skeletor. Ja. Nein, der Skeletor. Der Skeletor, der hat sehr vertraut, dieser Bursche. Aber der ist ganz auf Kampf eingestellt. Krawallstimmung. Mit dem Kopf. Na ja, schön. Man, der, wie gesagt, er ist sehr tot, der kann so nicht mehr richtig darstellen jetzt. Aber ich würde sagen, so wie er sich da darstellt, ist er immer noch bereit, irgendjemanden zu umringen oder zu umfassen. Vielleicht sogar eine liebe Frau, auf die er gerade wartet. Was weiß man denn? Ja, wer weiß. Ich das ja alles ganz gerne. Ja? Stiefel sind vom Feinsten, würde ich sagen, die könnte man also auch für sich noch wieder
bestellen. Ich weiß nicht, also ich habe eine ganze Menge was an die Geschäfte, nicht solche Sachen. Nein, aber ich kann mir vorstellen, nächste Mode für den nächsten Herbst sollte er hier machen. So, und was muss ich jetzt noch was tun? Könnten Sie sich, wenn Sie als Schauspieler so eine Rolle sprechen würden, wenn ich eine solche Rolle spreche, würde ich sagen, kommt her zu mir alle, ihr werdet alle tot sein, so wie ich auch. So, und jetzt die obligatorische Frage. Es ist der New Adventures Skeletor. Und ich zähle jetzt bis drei und dann sagen wir alle zusammen, wer ihn gesprochen hat. Eins, zwei, drei. Das war tatsächlich die eine Folge, wo Jürgen Thormann Skeletor gesprochen hat. Ja, Moment mal. Lieber Horst, du hast ja schon eine Figur rausgezogen, die ich gerne gesprochen habe, wie wir alle wissen, 130 Folgen, den Skeletor. Du hast gesagt, kommt her zu mir alle, ihr seht aus wie tot. Und weißt du, wie ich den gesprochen habe? Hey, kommt her zu mir alle! Ihr seid ja alle schon tot! Zuhause mit meiner Stimme. Ich habe mich selbst gewundert, wie stark meine Stimmbänder das ausgehalten haben. Aber so habe ich den gesprochen mit viel, viel Freude. So, jetzt darf ich auch in die Kiste greifen. Wo ist denn wen? Ich möchte so gerne eine weibliche Person. Ach, die sieht doch sehr feminin aus. Verkleidet. Ja, also das ist eine verkleidete Frau. Ja, und die würde dann so ganz lieb, aber trotzdem sehr bestimmt sprechen zu ihren Freunden. Hört mal zu, Kinderchen oder Männer, Frauen. Kommt mal alle heute, ich mache eine kleine Party. Und so mit dieser Stimme würde ich dieses Frauchen besetzen. Vielleicht ist es ein Fehlgriff, eine Fehlbesetzung, aber das passiert ja auch immer wieder. Also vielleicht haben Sie fehlbesetzt. Die Figur heißt Merman. Und wisst ihr noch, wer Merman gesprochen hat? Agedine, das müsstest du wissen. Nein? Es war damals Gottfried Kramer. Und der war natürlich genau deine Stimmlage. Er hat vernommen. Sehr stark dran. Man hat den Unterschied kaum gesehen. Hat er gesehen? Hat er das im offenen gesprochen? Hat er eigentlich mal eine Lieblingsfigur schon rausgegriffen? Weil ich fand eben Nerds. Ich fand Nerds. Ich muss mal sagen, ich fand das Amazonas aus der Schreck des Amazonas aus der DDR so ein bisschen. Weil es irgendwie wie der Zwillingsbruder aussah von dem. Er hat sein Gewiss verloren. Ist ja schon gut. Dass ich alles wegreißt. Oh. Aber hier ist doch eine Frau. Ja, schon. Kenne ich aber gar nicht. Wer ist denn das? Stala. Shira. Stala, ja. Die gehört aber gar nicht dazu, oder was? Ja, doch, schon. Die war ja bei den Shira-Hörspielen. Oder zumindest in den Shira-Sachen dabei. Über die Shira-Hörspiele reden wir lieber nicht. Da hast du recht. Was fragt nun ein Trollaner doch nicht, war dann immer die Antwort. Er war also geschlechtsneutral, mehr oder weniger. Aber jetzt die Frage, kannst du noch den Spruch? Ja, oh, aus dem Zauberland reich wieder eine helfende Hand. So, du hast ja
jetzt einmal, ja, reißt ihr dann einmal, genau. Also weiter? Ja. Gut, dann machen wir die Runde. Henry, möchtest du noch eine? Oh, ich sehe gerade. Ich habe gerade eine Figur gesehen, die hätte ich ganz gerne, würde ich gerne wissen, wie der Henry König die anlegen würde. Dann hole ich mal eben ins Licht. Wo ist sie denn? Ja, ganz unten. Kaputt. Kaputt. Schön. Ja, das ist etwas, ja, wunderbar. Hat eine Maske wie Zorro und ist, ja, eine Heldengestalt, ohne Frage. Was, ja, wie sollte man den da? Heldenhaft. Ja. Ja. Naja. Ist es sehr schön? Nur mit einem großen Hasen geht es auch nicht. Also dieser Held, der wird hoffentlich, wie heißt er? King Hiss. King Hiss? King Hiss. Den habe ich doch gesprochen. Warum habt ihr mir den nicht gezeigt? Ich habe keine Ahnung, wenn ich da spreche. Das war gar nicht nötig, dass sie genau da hineinpassten. Ja. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist 30 Jahre her. Ja, nee, aber ich habe ja immer gesagt, ich musste gar nicht irgendwie jetzt hier mal trainieren auf die Figur, sondern vorher beim Lesen überlegen, wer ist er? Ja. Nun denn. Ja, also viel Erfolg mit King Hiss. Ich habe die, das ist eine Schlange. Ich habe die damals aber ganz, ganz anders gesprochen, das weiß ich, mit heller Stimme, ja, und nach jedem Satz ein Zischlaut gemacht. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, wie war denn das noch? Ich habe mir die Mühe gemacht und habe das mal rausgeschnitten. Ich habe auf dem Laptop also ein Soundsample, wie sich das einmal anhörte. Soll ich das mal raussuchen? Ja, unbedingt. Ja? Ja. Dann also das war auch, glaube ich, meine einzige Regieanweisung damals, ja. Diesen Zischen. Zischen, ja, ja, ja. Ja, das war mühsam, echt schwer. Bis er den Zischen hingekriegt hat. Ich werde es ja jetzt nicht hören, was da ist. Ja, holt es jetzt aus dem Archiv, das da. Ja, da sind wir doch ganz gespannt. Guck mal, das ist natürlich. Aber ich würde jeden jetzt auch nicht nur den, also mit all der Schuhe in Verbindung bringen. Sieht aus wie ein Mensch. Wer bist du, Kinder? Das werde ich euch sagen, sobald ich weiß, wer ihr seid. Der Metallend ist mein Freund Extender. Und ich bin Snow Sprout. Freut mich, dass euch nichts passiert ist. Ich bin King Hiss, der König der Schlangenmenschen. Willkommen auf Italia. Danke. König der Schlangenmenschen. Also du dann. Ja. Dies ist Italia. Schöner Planet. Schön. Seid ihr in diesem winzigen Raumschiff gekommen? Ich weiß nicht, ob ich auf diese Stimme gekommen bin, wenn ich die Figur nicht habe. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich hier war. Ja, allemal. Ja. Ja, einfach in die Kiste. Einfach hinlegen und einmal nochmal gucken. Ja, ach du lieber Gott, habe ich gerade gesagt, aber das ist er nicht. Ja, so sieht er nicht aus. Also auch hier, ja. Wie der liebe Gott aussieht. Ja, ne? Ja, ich weiß das. Hast du ihn schon gesehen? Ja, dreimal. Dreimal? Ja.
Nein, das ist also ja, weil das ist ein gefährlicher Bursche. Man kann also jetzt annehmen, dass er entweder eine Keule schwingt oder er hat so eine große Eistüte besorgt, wo das Eis schon geschmolzen ist. Also dieser Kopf da oben mit dem langen Hals, also meine Sache wäre das nicht. Aber ich würde sagen, es ist einer von den großen Kämpfern, die mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und der schafft auch Betonwände, nehme ich an, wenn der einmal richtig losgeht. Tja, wie soll man den nennen? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kenne den gar nicht. Kennt ihr den? Ja? André, weißt du es noch? Nee, warte, nee, weiß ich nicht. Ja. Nein, Pfeife. Was? Vorsagen! Sie haben wie heißt der? Meckernicht. Das war ja ein ganz anderer. Meckernicht. Ja, sie zum Beispiel. Also, dann wollen wir ihm alles Gute wünschen. Meine, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich weiß nicht, was der gemacht hat. Den hatten wir damals auch im Studio, also nicht den Original, sondern den Kollegen, der den gesprochen hat. Und ich weiß, der hat den in der Stimmlage ziemlich tief angesetzt. Also ich habe ja einmal den Skeletor ganz hoch gesprochen und den würde ich dann besetzen, so ganz tief. Hey, alle, wo wollt ihr denn hin? Nehmt mich doch mit, ich bin ganz alleine. Also, sehr, sehr tief. So, Choral. Und hier vorne hat er ja auch keine Zähne mehr, also er spricht ja so ein bisschen halter, so einfach wie ohne Zähne, sowas. Also, ziemlich kraftvoll, aber schon, man sieht ihn, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie gesagt, vorne die Zähne sind ja weg und mit letzter Kraft versucht er noch, dem Skeletor oder dem Hime, wen auch immer, noch mal in den Weg sich zu stellen. Er geht mal auseinander, ich brauche auch noch ein bisschen Platz. Ja, mach mal weiter hier. Komm mal los, mach du weiter. Mach ich weiter. Okay. Wisst ihr noch, wer... Wisst ihr noch, also es war ja im Cartoon, war das ja der Grimm, der den gesprochen hat. Der Michael Grimm, ja. Michael Grimm, genau. Und im Hörspiel, Heike Diene, weißt du noch, wer es im Hörspiel war? Der Battle Cat? Vorsagen. Ja, natürlich. Ja, doch, sehr. Hinreißen. Ja, aber Jochen. Moment, immer auf Jochen hat ihn, aber Jochen hat ihn auch so ein bisschen gesprochen, wie du ihn. Hast du ihn gekannt? Aber Jochen Zian, ne? Ja. Warum hast du mich nicht genommen? Damals warst du ja noch so ein Jüngling. Ach so! Nein, diese hauchige Stimme hast du jetzt erst gekriegt. Ja. Alter, ja. Also ich würde sagen, das war doch eine schöne Sache, wie schnell man so als Schauspieler in so eine Rolle rein kann. Ich bin immer begeistert, wie schnell das geht und wie variabel so eine Stimme sein kann, wenn man es mal gelernt hat. Finde ich toll. Und ich glaube, die Leute haben noch eine Menge zu signieren und zu unterhalten. Und wir müssen hier noch eine Menge umbauen. Ich würde sagen... Wann gibt es die Fragestunde? Die können wir doch jetzt quasi machen. Ja, machen wir jetzt noch eine kleine Fragestunde. Ja, wenn noch was auf dem Herzen hat. Genau, wenn wir schon mal hier oben sind, dann machen wir noch ein paar Minütchen. Dann bauen wir um, dann könnt ihr vielleicht noch einen Happen essen oder trinken. Und dann sehen wir uns danach zum Live-Hörspiel wieder. Und so lange... schaue ich mal, wie gut das Funkmikro ist. Pass mal auf, Heike Diene, ich geb dir das. Ja. Und ich gehe jetzt mal nach unten. Hat jemand eine Frage? Dann einfach mal Hand hoch. Ich bin immer noch zu hören, das ist ja der Wahnsinn. So, wer traut sich da? Natürlich.
Wundervoll. Bitteschön. Ja, ich habe eine Frage, und zwar die Hörspielcover von den Masters-Hörspielen. Wer hat die denn gemacht, entworfen, oder wie kam es zu diesen Covern? Also das hatte mit uns direkt nichts zu tun. Wir haben es zwar umgesetzt und ausgesucht, was man dafür nehmen kann, aber das waren ja die Leute, die auch für die Comics gearbeitet hatten. Und das kam direkt aus USA. Und wir konnten nur Einfluss nehmen, welchen Ausschnitt, was ungefähr wir nehmen. Das können wir nicht auf unsere eigene Fahne schreiben, leider. Dankeschön. Gibt es noch weiteres? Ah, okay, also erst hier, dann nach vorne. Gut, doch. Also, ja. Sie haben ja vorhin gesagt, dass es noch Skripte gibt für 2 oder 3 weitere Folgen. Ja, deswegen ist es ja eben nicht mit 37 Schluss gewesen. Ja. Aber ich wurde vorhin auch schon gefragt, ob wir vielleicht die Skripte mal ausgeben können, veröffentlichen können oder so. Aber das dürfen wir alles aus urheberrechtlichen Gründen nicht tun. Und auch die Idee, das vielleicht zu verbrämen mit anderen Namen, dass man das nicht so gut erkennen kann, das dürfen wir einfach nicht. Muss leider. Man, nicht. Man kann die einfach unauffällig irgendwo mal liegen lassen. Das ist eine nette Idee. Wollen wir mal sehen. Vielleicht kommen wir dann mal in den nächsten Jahren. Das kann man versehen. Mal schauen. Aber es ist wirklich schade. Das tut ja richtig weh. Ne? Also uns noch mehr als euch. Einfach reden. Das Label Highschool-Musik legt Hörspielserien auch von anderen Labels auf. Wie wäre es möglich, dass Master of the Universe unter Highschool-Musik erscheint? Habe ich nicht so genau verstanden, was das... Die Frage ist, gibt es die Möglichkeit, die Masters of the Universe Hörspiele nochmal aufzulegen, vielleicht auch unter einem anderen Label? Also ganz generell ist ja alles möglich auf der Welt. Also es ist nur, gehört so sehr viel dazu. Einmal ist ja hier ein sehr großer Fankreis, aber wir haben ja bei der Wiederauflage auch gesehen, dass der Fankreis zwar intensiv ist, aber nicht so groß in der Menge, als dass sich eine Firma aufmacht, das nochmal, ja, vielleicht allenfalls über Internet nochmal zu veröffentlichen. Aber ich glaube nicht nochmal richtig schön, als CD. Ich fürchte, da gibt es dann keinen Kundenkreis. Das wurde ja versucht bei Larry Brand. Und es ist voll in die Hose gegangen, wenn man so sagt. Perrone auch. Leider. Da ist einfach euer Kreis zu klein oder vielleicht war auch die Werbung nicht richtig angesetzt von der Firma. Aber generell kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch die Originale wieder auf dem Markt und da kommt es dann, wenn man sie über Internet veröffentlicht, ja nicht so sehr darauf an, welche Stückzahl man macht. Das ist ja nichts. Aber wenn es eben diese Hardware ist, mit der Kassette, mit dem Bild, mit allem, Vorratshaltung und dann ja bei Europa auch heute noch für den Händler volles Umtauschrecht. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Fehlschuss starten, dann können die Läden haben dann kein Risiko. Die sagen, her damit, wunderbar. Und dann kommt der ganze Kram wieder zurück. Und, oder vieles davon zurück. Und das ist natürlich dann ein finanzielles großes Desaster. Das passiert beim Internet nicht. Insofern bin ich guter Hoffnung, wenn sich das noch ein bisschen weiter verbessert und dann nachher auch das Drucken der Höhlen einfacher geht über jeden Scanner und über jeden Drucker. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber da muss man einfach auch ein bisschen Werbung dafür nochmal machen. Ja, ich schließe mich da an. Sehr schön. Ja, ich habe folgende Frage zu der Anfangsphase der Masters of the Universe. Gerade so in den ersten 1 bis 4 Episoden, wie viel Freiraum hatten Sie da gestalterisch, eigene Geschichten zu erzählen, eigene Charaktere und welche Vorgaben bekamen Sie da seitens von Mattel oder gab es Vorgaben und wie sahen die aus? Ja, es gab Vorgaben von Mattel, es gab geschriebene Geschichten schon, die der Herr Franziskowski in die Hände kriegte und hatte dann aber relativ freie Wahl, sich auszusuchen, welcher Stoff für Hörspiele geeignet ist. Also das war früher nicht so furchtbar vorgeschrieben.
Wie er es ganz genau gehandhabt hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir immer zu Konferenzen zusammengesessen haben und dann gemeinsam überlegt haben, was wäre denn vielleicht am erfolgreichsten oder was könnte am interessantesten für Kinder sein. Und danach hat dann der Autor sehr frei geschrieben. Ja, meine Frage ist eine, die ich mir als Kind schon gestellt habe. Und zwar die Hörspielkassetten, die hatte ich ja sehr früh bekommen. Aber ich habe immer gedacht, warum gibt es keine Langspielplatten? Also das Ganze auf LP. Drei Fragezeichen gab es ja auf LP und auf Kassette, heute auf CD natürlich auch. Und damals habe ich mir gedacht, warum gibt es die Masters nicht auf LP? Das habe ich mich gestern auch gefragt. Ich habe mal gesagt... Ich habe noch bei mir im Büro, im Studio gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt ein paar Schallplatten mitnehmen und ein paar Kassetten. Und dann, war anders. Ja, aber es gibt keine. Nein, es ist aber zu dem Zeitpunkt, als die ersten Masters-Hörspielfolgen erschienen sind, da gab es ja noch gar keine. Also die wurden die Schallplatten gerade eingestellt. Da ist die letzte Fragezeichen, die drei Fragezeichen, das Riff der Haie, das war die letzte Vinyl-LP, die gepresst worden ist. Und danach hat sich Miller International dazu entschieden, alles nur noch auf Kassette zu veröffentlichen. Und da sind auch zum Beispiel Flash Gordon, kennt ja auch vielleicht einige, kennen die von euch ja die Serie. Die gab es auch nur 1 bis 6 auf Vinyl-Schallplatte. Und dann hier 7 bis 10 gab es auch nur auf Kassette. Das war für die Leute, die das natürlich alle auf Schallplatte hatten, total ärgerlich, dass sie die 4 Folgen nicht hatten. Aber das ging Miller International, da muss ich ganz ehrlich sagen, und den Fans auch im Dreck drum geschirrt, nach dem Motto, du bist mir egal. Nee, das ist nicht so dreckig. Nicht so mit dem Dreck drum geschirrt. Nein, das ist ähnlich, wie es jetzt ist mit der Kassette und der CD. Es ist einfach so, dass der Handel ordert. Dem Handel versucht man das aufzudrücken, aber die können es ja noch relativ stark selbst bestimmen. Und dann gibt es also, oder gab es damals noch vielleicht 10 Meter Reck, heute vielleicht noch 3 Meter oder 2 Meter Reck für diese Produktionen, die wir gemacht haben. Und dann hat der Handel im Prinzip selber entschieden und gesagt, wir verkaufen einfach von den Kassetten durch eben den Walkman und was alles inzwischen gab, davon verkaufen wir einfach das Zehnfache als eine Schallplatte und waren dann nicht mehr bereit, ihre Recks und ihre Ständer zur Verfügung zu stellen. Und das Gleiche ist jetzt bei den Kassetten und den CDs ebenso, dass einfach gesagt wird, wir müssen einen Umsatz machen pro Quadratmeter, pro Quadratzentimeter oder wie auch immer, von so und so viel. Und wenn das nicht erreicht wird, fliegt das einfach raus. Das bleibt heute, früher blieb es vielleicht noch mal ein Jahr stehen, um zu sehen, wie viel ist abgesetzt worden. Heute bleibt es vielleicht noch 14 Tage, da gibt es diese Computerausrechnung, da wird gesagt, aha, von den Kassetten haben wir nur noch eine verkauft, von den CD haben wir 10 Stück verkauft, weg damit. Und sie geben einem den Platz nicht mehr. Also das ist der Handel. Und nicht wir und nicht die Firma. Ich fand es trotzdem schade. Ich habe damals auch genauso empfunden, weil ich bin da 1982 bin ich ja zwei Gedine gekommen. Und es war zu dem Zeitpunkt irgendwie so, dass ich war ja auch ein Fan. Und da habe ich tierisch geärgert, dass die Fans so ignoriert wurden von der Firma, dass sie gleich das auch mit dem Dreck, dass der Handel da Vorrang hat. Und man hätte ja auch eine ganz kleine Auflage machen können, ohne dann auch die Serie einstellen können oder so, aber ich fand das irgendwie nicht in Ordnung. Deswegen spreche ich doch nur mal einmal als Fan hier auch mal. Ja, genau, ich ja auch. Deswegen konnte ich mir auch selber nicht vorstellen, warum es da vorne keine Schallplatten gibt. Und nicht eine einzige, nicht mal von der ersten Folge. Bei den 3 Fragezeichen wird ja heute noch wieder Vinyl gemacht. Wir haben ja die ersten Folgen wieder rausgebracht, allerdings immer nur mit 2000 Stück. Aber immerhin, die kann man dann noch kriegen. Aber es ist eben leider so. Du kannst ja nicht einen Bauchladen voll vor den Bauch schneiden und sagen, hier, wer möchte denn vielleicht eine Schallplatte? Ich kann mir vorstellen, wenn der Konsument auch intensiver gewesen wäre und gesagt hätte, wir wollen doch die Schallplatte, dann hätte ich das auch gemacht. Ich muss zum Abschluss auch nochmal sagen, die Schallplatten waren natürlich schnell auch bei Jugendlichen, denn die haben schnell Sprung bekommen, waren schnell zerkratzt und so. Ich fand die Kassette auch immer toller, weil die hatten viel besseren Sound. Fand ich irgendwie, und es war irgendwie unverwüstlich und die konnte man irgendwie, die man früher fand ich so, als Miller sie gemacht hat, sogar von der Qualität klang sie noch besser als heute. Das stimmt. Also das muss man mal sagen.
Frage zu der Hörspielmusik. Wie hoch sind die Chancen, dass die mal irgendwann veröffentlicht wird? Also diese Orchestermusiken und die ganzen Musiken, die man damals in den Hörspielen gehört hat. Ja, also einige Sachen gab es ja schon, haben wir schon veröffentlicht. Und zwar auf dieser Horror-Pop-Sounds gab es ja schon einige Orchestersachen. Dann haben wir eine Larry Brent-Kassette mal, eine CD veröffentlicht. Da waren als Bonustracks, glaube ich, auch 3 Orchesterstücke drauf, die auch bei Masters eingesetzt worden sind. Und dann gab es auch mal eine Winnetou-Schallplatte oder auch kann man auch eine Kassette, die Musik von Winnetou, und da waren auch 2 Orchesterstücke drauf. Also wer von euch das gerne mal hören möchte in voller Länge, der hat die Möglichkeit, über E-Mail das irgendwie zu bekommen. Ja, und also wie gesagt, es 5, 6 Stücke davon gibt es, und das waren eigentlich auch so die bekanntesten davon. Ja. Jemand für die letzte Frage übrig? Innen, Mene, und raus bist du. Ich bin raus. Machen wir doch beide Fragen. Auf den DVDs von KSN zum Filmation Cartoon, wo Herr Tennigkeit auch mitgesprochen hat, da brüskiert sich ja der Helgo Liebig so ein bisschen, dass bei Tele5 damals wäschekörbeweise Fanpost angekommen ist, die aber nicht weitergeleitet wurde, dass er davon nichts mitbekommen hat. Ist denn bei Europa in den 80ern was angekommen, was dann an die Sprecher auch mal weitergetragen wurde? Wie erfolgreich das eigentlich war? Ja, also auf jeden Fall. Wenn wir irgendwas bekommen, wir haben wirklich sehr, sehr viel Post bekommen. Sehr schöne Post mit Bildern und Zeichnungen und Manuskripteinreichungen. Die sind eigentlich generell weitergeleitet worden. Ich weiß nicht, ob Herr Hof vielleicht immer umgezogen ist von hier nach da, das weiß ich wirklich nicht. Oder aber auch, dass sich die Sprecher damals vielleicht doch nicht so interessiert haben, bevor sie nicht von dem Fankreis diese große Rückmeldung bekommen haben. Also ich weiß es zum Beispiel selbst bei den 3 Fragezeichen, die haben die ersten 50 Folgen sich nie angehört. Erst als es wirklich erfolgreich war und nicht eben, ich habe das ja selber betreut mit dem und habe es sehr ernst genommen und noch vieles aufbewahrt. Also das wurde immer weitergeleitet. Helgo! Müssen wir lieber sprechen? Ich habe jetzt weniger eine Frage, sondern ich wollte mal ein ganz großes Dankeschön an alle, die vorne hier sitzen, aussprechen, weil ihr habt uns maßgeblich in unserer Kindheit geprägt und auch und die Fantasie angeregt und uns im Sandkasten spielen lassen, mit Freunden zusammengebracht. Und ich glaube, ich spreche hier nicht nur für mich, sondern für alle anderen, die hier sitzen. Ein herzliches Dankeschön für die 30 Jahre Master. Angekündigt habe, gesagt, ich bin so froh, dass ich noch Worte habe. Jetzt habe ich keine mehr. Und ich denke, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr hier seid. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Vielleicht wollt ihr jetzt ein bisschen das Bad in der Menge genießen. In der Zeit bauen wir hier alles um und ich sage einfach mal, wir sehen uns zum Hörspiel um 6:30. Dann hat der Herr Thormann noch die Zeit anzukommen und wir haben die Zeit hier umzubauen und dann sehen wir uns um 6:30 hier wieder zum Live-Hörspiel und erleben Sie alle nochmal. Dankeschön.